euch. Ich habe kein einziges Wort gesagt. Verprügeln wir sie! Müssen wir jetzt irgendwie menschliche Kanonenkugeln machen. Ach ja, lass uns menschliche Kanonenkugeln machen. Ah, warte mal. Das war nicht das Richtige. Ja, ja, aber das muss kurz überlegen, wie das ging. Einfach nur das war das Richtige. Du musst aber mindestens zwei treffen. Ich weiß. Yeah, oh, das war eine Combo, Combo Breaker. Oh, nichts getroffen. Da kommt noch einer. Kanonenkugel-Combo. Ich lass die mal hier drüben bei mir. Oh. Hier, ich werf dir mal welche rüber. Toll, jetzt hast du den gerade kaputt gemacht, den ich haben wollte. Gut, Mann. Hier kriegst du noch einen. Repeat it, please. Ja! Wo ist er denn hin? Ich glaube, der existiert tot. Nicht mehr. Im einen vaporisiert aus Versehen. Hey, da ist er ja wieder. Was? Hey, wie, was? Wo kommt der her? Wie ist das möglich? Illuminatin? Ist er tot. Ah, ich glaube, es geht's nicht mehr. Okay, verprügeln wir die einfach nur noch. Komm her! Schon viel mehr. Was sind du da? Ich hab den verprügelt. Ist da jemand gelebt? Ja. Wahrscheinlich bei dir nicht. Irgendwie war alles tot. Okay, weitermachen. Ah, schon wieder vertraut, das war. Das war falsch. Das war wirklich ein Fool Play. Mann, was für ein Wortwitz. Boah. Geil, ich will auch. Cool, ich treffe mal wieder einen Scheiß. Hallo? Ich glaube, ich erst gehe mal kurz rüber. Ich sehe nicht, wenn die mich angreifen wollen. Oh, das war gut. Ich habe aufgepasst bekommen, wofür auch immer. Das müsste mir mal einer erklären. Wofür gibt es die aufgepasst? Ja, wofür gibt es halt aufgepasst? Ich weiß nicht, wofür es aufgepasst gibt. Wenn das einer von euch weiß, kann das ja gerne mal in die Kommentare hier schreiben. Denn ich bin absolut unwissend. Und mein Kollege weiß es auch nicht. Nee, der wirft nur die ganze Zeit Menschen rum. Ja. Ich glaub, so wird das nix. So klappt doch. Ja, bei dir, aber bei mir nicht. Ja! Ja! Oh, das war nichts. Das war nichts. Oh, ich glaube, die sind tot. Oh ja. 7 und 7. Ja, okay, gut. Lässt sich sehen. Hey, was machst du denn? Oh ja! What the fuck? Was hast du denn jetzt gemacht? Das weiß ich auch nicht, was das gerade war. Das gucken wir uns bitte nochmal in der Zeitlupe an. Ich glaube, da werde ich ehrlich mal versuchen, eine Zeitlupe einzublenden. Und werde dann ran zoomen, was ich gemacht habe, denn ich habe es gerade extra auch nicht mitbekommen. Ups. Das war keine Absicht. Ich auch nicht. Jetzt haben wir den versichtlich gekillt. Mist. Mist! Ich glaube, wir müssen erstmal weiter in den nächsten Screen reinlaufen. Ja, glaube ich auch. Denn so wird das, glaube ich, nichts mehr. Oh, ich hab Requisitentag schlagen. Komm, lass uns den Combo breaken, wollte ich gerade sagen. Warum? Das hast du schon kaputt gemacht. Nö. Nee, doch nicht. Combo Breaker! Ja, in your face! Und den am besten auch noch. Ja, schon wieder so verkrappt, egal. Wie sieht das immer richtig aus? Ja, ich weiß, bei mir sieht das auch richtig aus, wie ich das mache. Oh, warte, hier dürfen wir nicht werfen, hier müssen wir die retten. Das war, glaube ich, eine Aufgabe. Da stand gerade Text, übrigens, hast du weggeklickt. Ich war auf A gefixiert. Bitte! Ich glaube, die werden jetzt, ich glaube, die sagen, jo, wir helfen, rette uns! Was sind schon drei Leben gegen die Millionen, die umkommen könnten?
falls das Buch missbraucht wird. Soll ich dir mal sprechen? Ja, bitte. Ich muss jetzt wieder eine Stimme ausdenken. Nimm mal ein Stück normale. Vielleicht sollten wir erst die Alternativen erörtern. Wie Sie wollen. Nichtsdestotrotz steht Ihnen eine Abtreibung bevor. Ich habe jetzt Abtreibung gelesen. Ah, nichtsdestotrotz steht Ihnen eine Abtreibung bevor. Sie werden jetzt abgetrieben. Von Dämonologie. Klingt doch gut. Wir haben heute übrigens ein Buch über Dämonologie in der Bibliothek, in der wir waren, gesucht. Das war sehr interessant. Da wurde Dämonologie mit Politik verbunden. Also ich finde, das trifft es ganz gut. Ja, total. Ja. Wir haben mindestens eine Geisel gerettet. Wir haben alle vier gerettet. Wow. Und wir Bosse sind. Wow. Und Sirs. Oh. Der verkrüppelte Neuling. Sie feuern mich gerade an, ich muss es gerade mal genießen. Oh, schon vorbei, ey. Ist Ihnen diese Schankwirtschaft ein Begriff, Mr. Scambrick? Oh Mann. Die hat verladen, wo sie die Möbel festnageln, Sir. Hier habe ich immer geboxt. In den guten alten Tagen. Queensberry ja. Regeln, Re? Docken und Drain? Ja, das weiß ich nicht. So in etwa, Sir. Ich glaube, ich habe dich gerade verfraulicht. Super. Du bist ja wieder nett. Sind das so Faggots? Das sind deine Freunde. Ich glaube, die mögen uns nicht. Ich glaube, ich werde den Dicken mal reden. Falls die Kleinen was erzählen, darfst du die reden. Okay. Na, wenn das mal nicht... Obwohl, warte, ich rede die mal so betrunken. Na, wenn das mal nicht der Aufräumer höchstpersönlich ist. Hallo, Rick. Kennen Sie diese Leute, Mr. Scamrick? Nein, niemals. Alter Preisboxer, Sir. Scamrick ist in 40 Preiskämpfen ungeschlagen geblieben. Oh, die darf ich sprechen. Ja. Ich glaube, ich möchte die Piepsi sprechen. Okay. Es gab niemanden, der ihm seine hübsche kleine Visage verlieren konnte. Bis jetzt. Müssen Sie denn auch reden? Ja, bitte. Schick deine Freundin besser raus, Scam. Das hier könnte unschön werden. Alter, der hat mich gerade beleidigt. Der hat mich Freundin genannt. Ich bin aber nicht seine Freundin. Ich bin ein Sir. Du bist ein Sir, du kannst keine Freundin sein. Außerdem, die wollen mit Flaschen schlagen. Die wollen uns mit Flaschen schlagen. Das ist unfair. Na, ehrlich. Die nennen sich preisgekrönte Boxer, oder was? Nein, ich hab sie so genannt. Oh, Hilfe. Ich hab grad irgendwas Cooles gemacht. Cool, ich hab meine Mission abgeschlossen. Gut, dann will ich jetzt auch. Ja, bitte. Ich hüpf hier einfach mal so ein bisschen rum. Hurry, hurry, ich steh auf dem Tresen. Oh. Da-da-da-da-da. Da 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 da. Du triffst mich nicht. Ich weiß. Du feige Sau. Hast eine Flasche in der Hand und hast einen kleinen Hut und keine Frau. Super. Ich weiß, das hat keinen Sinn ergeben. Ich bin jetzt der Barkeeper. Du solltest Lieder singen. Ich glaube. Ah, meine fehlt mir noch. Ja, das schaffen wir bestimmt. Noch. Was hat das denn für welche? Ich weiß nicht, aber das Publikum hat gelacht. Ah. Oh, 100er Core, aua. Einsetzen, Super Saiyajin. Okay. Ja, es könnte funktionieren. Was? Wieso habe ich 0? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich hab 0 bekommen. Wahrscheinlich, weil ich am Gegner vorbeigelaufen bin oder so ähnlich. Aber womöglich müssen wir das einfach mal nochmal alleine machen. Ich denke auch. Denn dann lässt es sich übersichtlicher kämpfen und eindeutig etwas einfacher. Ich hab nichts von Donkugel, nichts ist fertig. Ja, bitte.
Du hast noch 3 Gegner, kannst du werfen. Oh, jetzt hast du nur noch 2. Geht das natürlich nicht mehr. Da hast du recht, jetzt geht das natürlich nicht mehr. Du schaffst es, los, Gambling! Bam! Du find ich geschafft. Ach, sag mich doch. Oh, andersrum wieder. Oh, sind noch welche? Oh. Das Ganze tut mir sehr leid, Sir. Ein Mann sollte sich nie für seine Vergangenheit entschuldigen, Mr. Scabrick. Er kann nur jeden Tag mit dem Ziel rangehen, es besser zu machen. Wenn er die Chance dazu erhält. So retten wir diese Stadt? Nachhin, Mr. Scambrick. Ah, wir haben das mit den Kanonen nicht hingekriegt, also ich nicht. Ja, das ist richtig. Das hat mich jetzt guck mal, ich bin Jesus. Ich kann über einen Gully laufen, ohne reinzufallen. Super. Ich bin so cool! Und treffe hier nichts, glaube ich. Ich treffe hier auch nichts. Warte, was die Probleme hier? So, jetzt wieder. Wie müssen wir mindestens treffen, damit wir immer eine 50. Super... Boah, gerade so. Und, ja! Hat für 5 Sterne gereicht. Neue Seite. Na gut. Da gehen wir wieder mal offscreen rein. Warum haben wir... Ach so, wir kriegen keinen Ruhm mehr, weil wir schon Level 12 sind. Ja, wenn euch das schon mal aufgefallen ist, wir haben schon völlig abgegradet. Wir sind jetzt Level 12, also wir können nicht mehr weiter aufsteigen, weil 12 ist das Maximum. Okay. Ach so, du hast ja die Prüfung jetzt durchgelesen. Ich glaube, es ist auch schaffbar. 6 Feinde in Requisiten schleudern, unter 3 Minuten, 100er Kombo, gegebenenfalls Kultmech im Kampf. Ach so, gegen, nicht gegebenenfalls. Ja. Okay. Das, Aquatische Apokalypse. Oh, gefällt mir. Wasser. Fische. Das gefällt mir, was? Ach, Fische, ich mag ja nur Fische. Ich mag Züge. Ich mag Fische. Bam, bam. Ich glaube, wir sind bam, in Hogwarts. Bam. Warte, wie sind wir da reingekommen? Wir sind in Hogwarts. Wann sind wir da reingekommen? Da red die weiter. Okay. Obwohl, sind das immer noch dieselben? Mir egal, du hast mit denen angefangen. Ich meine, die haben jetzt einen Bart. Die hatten vorher auch Bärte. Aber die haben jetzt einen Vollbart. Die hatten vorher auch Vollbärte. Na gut, ist mir egal. Der große Ofen hat sich geöffnet. Wir wurden zum Ruhme gebrandmarkt. Unsere Seelen werden nie die Glut fackeln. Klingt ja super. Ja, schon. Lassen Sie sie reden, Sir. So viele Feuer mit Pfeffern gibt es ja auch nicht. Unreine Flammen. Sie müssen ausgelöscht werden oder gelöscht werden. Aber ich finde, ausgelöscht werden klingt viel dramatischer. Super. Da habe ich mich wohl geirrt. Durchaus. Los, wir müssen es fertig kriegen in 2 Minuten. Ich habe komplett vergessen, was schon mit den Prüfungen waren. Ich glaube, wir müssen es in 2 Minuten schaffen. Ich helfe dir mal.